Stellt Positive Grid jetzt mit Bias FX das ultimative Modeling-Tool für Gitarristen her oder ist es nur eins von vielen? Das wollen wir gleich herausfinden. Also dranbleiben! Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Gunnar Seitz. Herzlich willkommen bei Musotalk. Wir testen heute das Bias FX von der Firma Positive Grid, eine Modeling-Software für Gitarristen für das iPad. Und bevor ich da große Worte verliere, spiele ich erstmal was. Ja, ich habe das jetzt auf die kleinste Einstellung sozusagen gemacht. Ich habe nur einen Amp hier und Akustik Sim ist zu lesen, also eigentlich für Akustikgitarre Simulation. Aber das war das Erste, was angezeigt wurde in der Amps-Auswahlsektion. Und die möchte ich gleich mal zeigen. Das ist hier. Es gibt 12 Amps zur Auswahl. Und ich klicke jetzt einfach mal kurz ein paar durch, damit man einen kleinen Eindruck gewinnt. 59, Tweed, Lux steht hier. Also man sieht schon, mit Doppelklick kann ich das ändern. British Rock 50 und der Verstärker hat so eine verdächtig orange Farbe. Und dann gibt es natürlich direkt darunter auch noch diesen mit so einer verdächtig goldenen Frontplatte. Dreh mal hier gleich das Gain hoch und das Schöne ist, these go to 11. Gut, und für die ganz Harten unter uns gibt es hier ein insane 51-53. Gain 11. Gut. Ja, also das war so ein kleiner Überblick. Ich kann heute natürlich in der kurzen Zeit nicht alles erzählen. Darüber will ich auch gar nicht. Man hat jetzt ein Amp zur Verfügung und natürlich auch, wir Gitarristen brauchen auch Effekte, die kann man auch dazufügen. Ich habe vorher mal ein bisschen rumgespielt schon, ich versuche das nochmal herzukriegen. Ein 66 AC Boost, also wir wissen alle, Vox AC30 wahrscheinlich, imitiert. Jetzt klicke ich da in die Leiste, in der mein Amp angezeigt wird, auf Plus. Und jetzt kann ich hier aus einer Effektliste auswählen. Und wenn ich ein Vox sehe, dann nehme ich natürlich einen Treble Booster. Der ist jetzt hier nach den Verstärker geschaltet. Den kann ich aber ganz leicht hier rüberziehen. Jetzt ist er vor den Amp geschaltet. Das klingt jetzt so. Einen roten Punkt drücke, ist es aus. Ja, um vielleicht noch die Originaleinstellung zu machen, gucke ich hier mal Gain voll, Master voll und hör mir das nochmal an. Ich sehe jetzt auch hier in der Leiste, der Treble Booster ist farbig, nicht angegraut. Dann ist er an, jetzt ist er angegraut, aus. Ja, und damit kann ich jetzt sowas spielen. Was das Besondere, denke ich mal, von dem Bias FX ist, dass ich einen doppelten Effektweg zur Verfügung habe. Ich kann jetzt einen weiteren Verstärker dazufügen und dann kann ich diese beiden Verstärker gleichzeitig betreiben. Das probiere ich auch nochmal. Also, ich nehme jetzt einen Blackface zum Beispiel und
Wenn ich auf Plus drücke, habe ich jetzt automatisch, das macht auf, ich habe einen Splitter zur Verfügung vor den Amps und einen Mixer nach den Amps. Ich mache mal kurz den Treble Booster nochmal aus. Der Splitter, also ich kann das Signal, ich muss nicht nur immer beide Amps betreiben, ich kann auch hier wechseln. Dann Frequency, ich habe so eine Art noch, ja, welche Frequenz ich besonders betonen will. Level, klar, machen wir mal hoch und den einen Amp ersetze ich jetzt mal nochmal durch diesen Orange-Typen. So, dann im Mixer kann ich hier Link einstellen, dann ist, wo ich drehe, sind beide Amps betroffen. So. Ich weiß nicht, ob man es gut hört. Also der Blackface gibt jetzt diesen cleanen Sound und der Orange gibt diesen verzerrten. Nur dieser Orange hier oben sieht man auch, dass jetzt der Effektweg hier mit so einer orangen Linie angezeichnet ist. Wenn ich runtergehe, switcht es um zu dem Blackface unten. Und so sind beide an. Also der Blackface alleine, der würde so klingen. So beide. Mit Treble Booster noch kurz. So, eine kurze Sache noch. Und zwar diese Riesenliste an Effekten. Ich möchte jetzt danach, nach dem Effektweg, also ich klicke hier mal durch, dass man das sieht, während ich hier rede, einen Reverb schalten. Es gibt hier so ein Rack. Und schon habe ich einen riesen Reverb. Dann stelle ich die mal ein bisschen weniger ein noch. Ja, also hier Reverb Type kann ich noch ändern. Das hier. Zieh das jetzt mal nachher, sorry. Ja, wenn ich drauf bleibe, auf dem, dann erscheint links ein Mülleimer im Papierkorb, ziehe ich das rein, ist es weg. Gut, also so eine kleine Vorstellung, man kann in der kurzen Zeit, wir können nie alles durchgehen. Was mir aufgefallen ist, darüber würde ich gern sprechen. Und zwar, ich habe hier ja meine Kontrollen von dem Amp, Bass, Middle, Treble, Presence. Und ich habe gemerkt, wenn ich da drehe, das ist nicht wie beim normalen Amp, dass da wirklich was passiert. Ich versuche das mal zu zeigen. Den Treble Booster nochmal aus. Drehe ich mal Presence und Treble voll nach oben. Also zumindest hier, es rauscht deutlich mehr, aber dass der Sound jetzt wirklich, also wenn das normalerweise beim Amp eingestellt ist, da fliegen einem die Ohren raus. Sound für mich jetzt wesentlich spitzer sein, wenn ich es runterdrehe, ganz. Hier klingt es jetzt immer noch relativ neutral. Eigentlich müsste jetzt schon ganz komischer Sound, völlig ohne Höhen zu hören sein, tut es nicht. Also das heißt, die Regler, die sprechen nicht richtig an, wie das normalerweise beim Amp wäre. Hier bei den Settings, unser iPad hier kriegt es sicher nicht hin. Hier gibt es einen Ultra Low Latency Schalter. Den habe ich jetzt ausgeschaltet, sonst gibt es bei uns so komische Pop-Sounds. Ich habe aber gemerkt, dass es gar nicht notwendig ist. Auch so habe ich kein Latenzproblem. Ich merke keine Verzögerung im Ton. Also
das großer Pluspunkt. Was auch noch hier, was ich gerne gehabt hätte, es gibt ein weiteres Programm, eine weitere App, die heißt Bias Amp. Und damit kann ich dann von den Verstärkern noch wirklich alles ändern, also die Röhren und die Vorstufe und so weiter. Das ist hier jetzt nicht drin, das ist nur die kleine Version für 30 Euro im App Store. Das ist schade. Man kann, wenn man die große Version besitzt mit Bias Amp, das wieder hier rein importieren, die sozusagen die nach eigenen Wünschen veränderten Amps. Aber hier ist es jetzt nicht möglich. Man kann aber auf die Cloud zugreifen, was andere User programmiert haben, die vielleicht Bias Amp haben, und das dann für sich selber runterladen. Und wenn man ja dann sich da sein Traum-Rack zusammenstellen, muss aber jeder entscheiden, will ich Sound suchen, stundenlang. Also ich habe hier auch in Vorbereitung stundenlang rumgedreht und so ist, und wenig gespielt. Also auch wieder so eine Sache, die Presets, die eingestellt waren, das war auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh ja, jetzt gleich will ich loslegen, sondern ich war erst wieder am Durchklicken und hier am Drehen, wie gesagt, deswegen ist mir das auch mit den Reglern aufgefallen, fand ich auch nicht ideal. Also da gibt es doch bessere Voreinstellungen bei anderen Herstellern. Um das Fazit zu ziehen, würde ich sagen, die App kriegt von mir 3 von 5 möglichen Punkten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, macht's gut.